Seit Beginn meines Studiums hier in Hamburg, das liegt nun schon 20 Jahre zurück, war mir das eigentlich immer ein Anliegen, denn ich bin selbst auch als praktizierender Buddhist gestartet, bin jetzt wahrscheinlich auch noch irgendwo Buddhist, irgendwo zwischen Katholizismus und Buddhismus. Das war mir eigentlich immer ein Anliegen, die akademische Beschäftigung mit Buddhismus auch mit praktizierten Buddhismus zusammenzubringen. Und ich war immer überzeugt davon, dass das möglich sein sollte, auch wenn ich das eine oder andere Mal buddhistischen Meister getroffen habe, die mir gesagt haben, lass die Finger davon, das geht nicht. Fängst du einmal an mit der Wissenschaft, bist du draußen, da kannst du kein gläubiger Buddhist mehr sein. Ich glaube, dass es möglich ist und ich glaube auch, dass der Buddhismus eine Religionsform ist, die das durchaus verkraften kann. Ich denke, dass er mittlerweile im Westen reif genug ist, um so eine Auseinandersetzung anzugehen und auf keinen Fall daran zerbrechen wird. Dafür ist es viel zu alt und viel zu stabil und viel zu weise, wenn sie wollen. Deshalb Mut in die Auseinandersetzung. Ich glaube, es ist ein wichtiges Unternehmen, ein wichtiges Unterfangen für die Zukunft. Klar, akademische Veranstaltungen sind viel nüchterner, viel sachlicher und bei weitem nicht so inspirierend, wie Sie das vielleicht aus Vorträgen von buddhistischen Meistern im Tibetischen Zentrum oder sonst wo gewohnt sein werden. Das kann ich leider nicht ändern, weil die Materie oft sehr spröde und sachlich ist. Heißt aber nicht, dass es nicht interessant sein kann. Ich denke, es kann interessant sein. Wenn es mal wirklich ganz langweilig werden sollte, dann denken Sie einfach daran, auch eine Vorlesung eines Buddhismuskundlern kann eine Übung in Achtsamkeit sein. Wenn Sie sich dazu zwingen, Ihre Aufmerksamkeit doch auf das zu richten, was gesagt wird. Es sind dann nur 90 Minuten, nicht mal ganz 90 Minuten. Also ich glaube, es ist durchhaltbar. Nehmen Sie es als eine Übung. Und stehen Sie es konzentriert durch. Was ich nicht machen werde, ich hoffe, da haben Sie nicht drauf gehofft, ich werde Ihnen keinen Überblick über das Leben des Buddha geben. Das ist so banal, das können Sie in jedem Buch nachlesen. Es gibt schöne Bücher, sehr zu empfehlen, habe ich Ihnen mitgebracht. Hans-Joachim Klimkeit, der Buddha, ein Wissenschaftler aus, ich glaube, Bochum saß er oder Essen. Wunderschön beschrieben, das Leben des Buddha. Sie können in Wikipedia nachschauen, ist 100.000 Mal beschrieben. Brauche ich hier gar nicht wiederkommen, verschwenden wir viel zu viel Zeit. Darum geht es mir nicht. Das kennen Sie, können Sie nachlesen. Was mir heute wichtig ist, zum einen, ich wollte Ihnen ein bisschen erzählen, was die akademische Forschung aus dem Leben des Buddha macht. Auch darum, weil diese Dinge nicht so einfach zu finden sind. In vielen populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen ist darüber eigentlich kein Wort verloren. Ich habe mir heute noch mal die Mühe gemacht, Michael von Brücks Einführung in den Buddhismus nachzulesen, habe auch festgestellt, dass er relativ unkritisch eigentlich diese Legende, und anders kann man es nicht bezeichnen, einfach wiedergibt, so wie sie uns in der buddhistischen Tradition oder besser in den verschiedenen buddhistischen Traditionen übermittelt worden ist. So einfach ist es natürlich nicht, das sehen Sie gleich. Sie können sich fragen, ist es wahrscheinlich, dass Siddhartha Gautama im Alter von, wie alt wird er gewesen sein, 20, 25 Jahren, tatsächlich zum ersten Mal mit Leiden und Altern in Berührung kommt, als er zum ersten Mal den Palast verlässt. Ist sehr unwahrscheinlich, denn wenn er schon 20 oder 25 Jahre in seinem Palast gelebt hat, hat er sicherlich schon kranke Menschen gesehen. Ich vermute sogar, dass er selbst mal den einen oder anderen Schnupfen gehabt hat. Das passiert selbst in Nepal oder an der Grenze zu Indien. Also das sind legendenhafte Elemente, wo man mit kritischem Verstand eigentlich sagen würde, naja, entspricht nicht ganz der Realität. Aber Sie finden das tatsächlich in populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen noch einfach immer wiederholt. Ganz ähnlich wie die Weihnachtsgeschichte. Als ich im Nepal Research Project arbeitete, war mein Kollege ein Theologe. Und da hat mich damals, muss ich wirklich sagen, völlig desillusioniert, weil er mir einfach mal so ins Gesicht gesagt hat, weißt du was, die ganze Weihnachtsgeschichte, das ist alles Quatsch, das ist nur legendenhaft, da ist nichts dran. Das hat mich irgendwo erschüttert, als jemand, der katholisch viele Jahre erzogen und aufgewachsen wurde und bin. Und ganz ähnlich verhält sich das wohl auch mit der Frühzeit aus dem Leben des Buddha. Also ich werde heute keine schonenden Töne einschlagen. Und der dritte Punkt, um was es mir geht, ist einfach bei Ihnen mal ein kritisches Bewusstsein zu wecken dafür, dass man tatsächlich unterscheiden muss zwischen dem, was die Wissenschaft als faktisch belegt erkennen kann. In den Punkten, in denen die Wissenschaft vielleicht sagen kann, da können wir nichts dazu sagen, da werden wir vielleicht auch in den nächsten 10, 20 Jahren nicht viel weiterkommen. Und dem, was tatsächlich wohl keinen
Boden hat, einen wissenschaftlichen Boden, um dafür mal ein kritisches Bewusstsein zu schaffen. Das muss nicht unbedingt destruktiv sein, also ich will nicht die Buddha-Biografie, die Buddha-Legende schlecht reden oder müßig machen. Das ist einfach der Job eines Wissenschaftlers, eines jeden Historikers, wenn er die Fakten anschaut, zu entscheiden, was kann wohl gewesen sein und was ist vollkommen unwahrscheinlich. Das sind so die wichtigen Punkte, die ich Ihnen heute vermitteln werde im Laufe dieses Abends. Zwei grobe Punkte. Das eine, und damit werden wir beginnen, das wird wahrscheinlich auch einen Großteil der Zeit einnehmen, nämlich die kulturellen und gesellschaftlichen, vielleicht auch politischen Rahmenbedingungen zur Zeit Gautamas. Ja, also Gautama, Siddhartha, das ist sein Name, Siddhartha, der, dessen Aufgaben vollendet sind, der seine Pflichten getan hat. Gautama oder auf Pali Gautama, das ist eine mittelindische Sprache, einfach der Name seines Geschlechts. Und der Stamm, aus dem er stammte, der Stammesverband, ist der Stamm der Shakyas. Deshalb wird er auch Shakyamuni genannt, nämlich der Weise aus dem Stamm, aus der Sippe der Shakyas. Das sind die drei Namen, unter denen er geführt wird. Siddhartha, Gautama, Shakyamuni. Das ist der historische Buddha. Warum der historische Buddha? Weil es eine ganze andere Reihe von Buddhas gibt, die aber unhistorisch sind. Über diesen Buddha kann man mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, ja, wahrscheinlich, großer Wahrscheinlichkeit hat er mal gelebt. Gibt immer noch den einen oder anderen Indologen, der sagt, nee, der hat nicht gelebt. Ist eine Position, die nicht ganz einfach zu halten ist, denn von irgendwo müssen ja die Schriften herkommen. Man könnte dann höchstens argumentieren, gut, es war vielleicht nicht ein Lehrer, es war ein Lehrerkollektiv. Wenn es sowas damals schon gab, eine Gruppe von Lehrern, die ähnliche Gedanken hatten, die an verschiedenen Orten in Indien predigten und deren Lehren dann in einer Art von Legende einer Person zugeschrieben wurde. Sowas ist denkbar natürlich. Allerdings sehe ich als Wissenschaftler auch nicht jetzt die große Notwendigkeit, das zu bestreiten, dass da tatsächlich eine historische Persönlichkeit dahinter gestanden hat. Darauf deuten zumindest alle buddhistischen Traditionen hin, dass das so war. Also, das wird der erste Punkt sein, kulturelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Das zweite, Gautamas Leben und Lehre, Legende und Wirklichkeit, Legende oder Wirklichkeit. Da dürfen Sie bitte nicht zu viel erwarten. Ich kann Ihnen natürlich nicht die Grundlehren des Buddhismus heute darlegen. Dafür haben Sie jetzt erstmal 7 Jahre Zeit. Das können wir nicht in einem Abend machen. Also ganz wenig dazu. In dem zweiten Bereich werde ich eher auf einige grundlegende, problematische Situationen hinweisen, die Forschung und mich beschäftigen. Beginnen wir mal mit den etwas komplizierteren Dingen, aber durchaus nachvollziehbaren Dingen, wenn ich mich nicht verrechne, nämlich die Daten des Buddhas. Wann hat er denn überhaupt gelebt? Haben Sie eine Idee? Erstes Jahrtausend vor Christus, zweites Jahrtausend vor Christus. Ja, irgendeine grobe Schätzung? Ja, wunderbar. Erstes Jahrtausend vor Christus. Wir können das relativ festmachen. Allerdings ist es nicht eindeutig. Es gibt drei grundsätzliche Ansatzweisen, sein Leben festzulegen. Wir beginnen mal mit der langen Chronologie, so heißt es, the long chronology in Englisch. Es gab vor etwa 20 Jahren in Deutschland einen riesigen Kongress in Göttingen, organisiert von Professor Bechert. Er war damals leider schon gestorben, er war damals weltführend in der Frage der Datierung des Buddhas und er hat, wenn ich mich recht entsinne, anhand der Literatur, die ich dann als Sammelband gesehen habe, über 30, 40 Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusammengebracht, aus unterschiedlichsten Disziplinen, Archäologen, Geisteswissenschaftler, Philologen, was es alles gibt, und versucht, das Datum festzumachen an verschiedenen Kriterien. Es ist nicht gelungen. Und bis heute ist es eine offene Frage, welche Chronologie tatsächlich dem Leben des Buddha zugrunde gelegt werden sollte. Beginnen wir mal mit der traditionellen. Die lange Chronologie ist die traditionelle Chronologie, die bis heute noch in Theravada-Ländern, also zum Beispiel im Land wie Thailand, gerechnet wird. Dort schreibt man nämlich jetzt das Jahr 2553. Haben Sie bestimmt schon mal gesehen, wenn Sie in Thailand waren. Ich denke, in Sri Lanka ist das ähnlich. 2553. Mit was rechnet man? Man rechnet nicht mit dem Geburtsdatum des Bodhisattva, des Buddha. Und Buddha ist er noch nicht, als er geboren wurde. Da ist er erst ein Bodhisattva. Mit dem Erwachen, da wird er ein Buddha. Also als der Bodhisattva Gautama Siddhartha geboren wurde, das zählt nicht als entscheidendes Datum, sondern das Datum seines Todes, also auch gleichzeitig der Eingang in das Nirvana ist, der Eingang in das Mahaparinirvana, in das große Erlöschen. Das gilt als das Datum, das der Zeitrechnung in Theravada-Ländern zugrunde liegt. Und da schreibt man jetzt eben 2553, was bedeutet, dass man das Parinirvana
auf das Jahr 543 vor Christus zurückgerechnet hat. Wie kommt man darauf? Hier kann ich auch nur ganz kurz sein, weil das in sich wieder sehr kompliziert ist. Man guckt in die sogenannten südlichen Chroniken. Das sind Chroniken, die seit langer, langer Zeit in Sri Lanka geführt wurden, in den Theravada-Mönchen, in den Theravada-Klöstern. Und aufbauend aus diesen Chroniken konnte man das einigermaßen berechnen. Es basiert auf der Annahme, dass 218 Jahre zwischen dem Nirvana und der Krönung Ashokas liegen. Ashoka haben Sie bestimmt auch schon mal gehört. Der im ersten Jahrtausend vor Christus bedeutendste indische Herrscher wurde gekrönt 268 als erstes festes Datum in der indischen Geschichte. Wissen wir daher so genau, weil es von griechischen Berichterstattern, die am Hof seines Großvaters und später walten, niedergeschrieben wurde. Das ist ein großes Problem in der indischen Geschichtsschreibung, die Daten festzulegen. Man kann das kaum, weil es keine chronologische Geschichtsschreibung als solche gibt, wie sie versteht oder wie sie in China vorgefunden werden konnte, wo praktisch jedes Event, jedes Ereignis datiert wurde in der Dynastie. Das haben wir in Indien nicht. Das heißt, es sind im ersten Jahrtausend vor Christus zumindest auf viel Spekulationen angewiesen. Der erste feste Punkt können Sie sich reinschreiben, würde jeder niederschreiben. 268 Gründen Ashokas, das erste feste Datum. Schwarz auf weiß. Das ist eine tolle Sache. Ashoka kennt sie, hat fast ganz indischen Subkontinent erobert gehabt. Und diese Chroniken sagen nun, dass 218 Jahre vergangen sind zwischen dem Nirvana des Buddhas und der Krönung Ashokas. Und so kommt man auf die Zahl 543. Jetzt werden Sie aber sagen, das stimmt doch nicht, da fehlen noch 60 Jahre, beziehungsweise 60 Jahre zu viel kommt daher, weil die falsch gerechnet haben in der Chronik. Also diese traditionelle lange Chronik ist eigentlich falsch, diese Chronologie. Trotzdem kann man natürlich nicht hingehen als Wissenschaftler und sagen, pass mal, ändert mal eure Zahlen, es ist nicht 2552, es ist 2493. Das geht nicht. Also diese alte Chronologie hat sich fortgesetzt in Theravada-Ländern, aber aus wissenschaftlicher Sicht kann man eindeutig belegen, dass da ein Rechenfehler dabei ist, und zwar 60 Jahre zu viel eingerechnet wurden. Das bringt uns zum zweiten Ansatz, nämlich die sogenannte berichtigte lange Chronologie. Da ziehen Sie einfach 60 Jahre ab, das ist der Rechenfehler rausgerechnet, dann hätten Sie ein Datum von 563, Geburt und Tod 483. Ja, warum das ein Rechenfehler ist und wie man das nachrechnen konnte, ist sehr kompliziert. Da will ich Ihnen hier nicht weiter aufarbeiten. Da können wir wahrscheinlich ein Semester dran sitzen, uns mit den Chroniken in Sri Lanka zu beschäftigen. Müssen wir ja nicht machen. Das ist der zweite Ansatz, den Sie auch finden werden, diese Zahl. Um die Sache noch ein bisschen spaßiger zu machen, gibt es noch einen dritten Ansatz. Jetzt ist es nicht mehr die südliche Zeitrechnung. Wenn man vom südlichen Buddhismus spricht, spricht man vom Buddhismus Südasiens und Sri Lankas und der Theravada-Länder wie Kambodscha, Thailand, Laos. Hier bei dieser dritten Ansetzung, nämlich die sogenannte nördliche Chronologie, stellt man sich auf chinesische Quellen und die sagen ganz einfach, das Parinirvana des Buddhas fand ca. 100 Jahre vor der Krönung Ashoka statt. Damit kommen wir also noch ein bisschen weiter zurück, der Geburtsdatum wären dann ca. 450 und sein Todesdatum 370, wenn man der Tradition folgt, die sagt, verschiedene Stellen, der Buddha wäre 80 Jahre alt geworden. Das ist ein bisschen verdächtig, das ist eine runde Zahl, also würde ich meine Hand auch nicht für ins Feuer legen, dass es tatsächlich 80 Jahre waren. Also das ist der dritte Ansatz. Wie gesagt, entschieden ist gar nichts, aber es gibt einige in den letzten Jahren vielversprechende Punkte, die eher in die Richtung deuten, dass es tatsächlich die nördliche Chronologie ist, die wohl ernster zu nehmen ist als die anderen. Warum? Auch das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich werde gleich ein bisschen nochmal zurückkommen, wie diese Datierungsversuche stattfanden. Also 450 bis 370, sehen Sie, da kommen wir schon deutlich ins 4. Jahrhundert zurück, wogegen die erste ja im 7. Jahrhundert ansetzt. Also Sie haben hier auch wieder eine Spannbreite von ja fast 200 Jahren. Können Sie natürlich sagen, aus moderner europäischer Sicht, ja, was soll es denn, 200 Jahre früher oder später, spielt keine große Rolle, spielt aber doch eine große Rolle, wenn man den historischen Kontext in Indien zu dieser Zeit im Auge hat. Für uns hier können wir erstmal sagen, wesentlich für uns ist im Großen und Ganzen das 5. Jahrhundert, denn mehr oder weniger deckt das die berichtigte und die nördliche Chronologie zum Teil ab.
Ja, also das Zeitalter haben wir ungefähr geklärt, 5. Jahrhundert. Ich denke, das ist auch ganz verlässlich. Man soll den Chronologien ja nicht jeden Wahrheitsgehalt absprechen. Gibt es erstmal keinen Grund, daran zu zweifeln. Wo hat er denn gelebt? Naja, dann wissen Sie auch, in Indien natürlich. Ich sage immer, das größte Exportgut Indiens sind natürlich nicht die EDV-Techniker und auch nicht die Tatas, die bald nach Europa kommen werden, sondern das ist tatsächlich der größte Exportschlager in der Geschichte Indiens war der Buddhismus. Indien hat nämlich ganz Asien damit bedient und bedient mittlerweile den Westen damit. Also ein Exportgut unglaublichen Ausmaßes, geistigen Gehalts natürlich. Er war ein Inder, ist geboren in Lumbini. Schauen Sie mal, Indien kennen Sie natürlich auch. Es handelt sich im Großen und Ganzen hier um dieses Gebiet. Das ist der Nordosten Indiens, hier die Gangesebene. Und sein Geburtsort, aber auch sein Wohnort ist alles in diesem Grenzgebiet zwischen Nepal und Indien. Wenn Sie schon mal da waren, die schreiben sich heute noch drüber. Nepal ist ein Inder auf der Runde, und Nepal oder ein Inder? Das ist ganz wichtig natürlich für den Tourismus auch. Auch diese Frage ist, wie ich das von Archäologen höre, bisher noch nicht geklärt. Hier sehen Sie es auf einer topografischen Karte deutlicher. Es handelt sich um dieses Gangesdelta und das Gebiet nördlich davon, also das, was man heute das Terrain nennt, nämlich eine sehr flache Zone in Nepal, die sich direkt nach Indien rüberstreckt. Da gibt es heute noch Urwälder. Vielleicht war da eine oder die andere von Ihnen schon mal dort, Chittawan Nationalpark. Alles schön, aber nachts wollen Sie dann nicht alleine durch die Wälder laufen. Wenn Sie sich das vorstellen, vor 2500 Jahren, kein ganz einfaches Gebiet, sehr wild, wahrscheinlich mit großer Tierbevölkerung. Hier, wenn Sie gerade nach Osten gehen, Bangladesch, haben Sie heute noch Tiger. Also keine unproblematische Gegend. Sie werden später noch ein Interview von meinem Archäologen hören, der wird Ihnen das auch bestätigen. Für die noch nie da waren, ich habe ein paar Bilder mitgebracht. So sieht es dort aus, alles sehr landwirtschaftlich, einfach, schlicht, sehr schön, flach. Und wenn Sie einen guten Tag haben, sehen Sie im Hintergrund die schneebedeckten Himalaya-Berge. Das ist ganz beeindruckend. Und entsprechend tauchen die Himalaya-Berge auch in den ersten Lehrreden des Buddhas immer wieder auf. Die hat er wohl gesehen gehabt. Aber das Land selbst ist flach, sehr, sehr heiß im Sommer. Im Winter zum Teil unangenehm kalt, weil dichter Nebel darüber liegt. Weiß man nicht, ob das früher so war. Schauen Sie sich das an, einfache Behausungen. Wahrscheinlich nicht so viel anders wie damals, vor 2500 Jahren. Ach, und das kennen Sie vielleicht auch, Lumbini, der Geburtsort des Buddha. So sieht das oder so sah es vor ein paar Jahren aus. Alles schön grün dort. So, jetzt muss ich aber trotzdem ein bisschen weiter ausholen. Verzeihen Sie mir das, um Ihnen den Kontext klarzumachen, in dem der Buddha geboren worden ist. Wir müssen jetzt ein bisschen zurückgehen zu den vedischen Indern. Ja, also Veda haben Sie ja vielleicht schon mal gehört. Da sehen Sie eine andere Skizze. Nämlich, man geht heute davon aus, dass es verschiedene Einwanderungswellen gegeben hat, vom Aralsee, Zentralasien, vielleicht Ukraine, vielleicht auch Osttürkei. Das weiß man nicht genau, wo diese Stammesverbände, Völker herkommen, irgendwo in Zentralasien, die sich auf den Weg gemacht haben Richtung Osten. Ein Teil wanderte in Iran ein und der andere Teil hat sich in verschiedenen Schüben, nicht unbedingt kriegerisch, vielleicht zum Teil kriegerisch, aber im Großen und Ganzen geht man heute von einem mehr oder weniger friedlichen Verschmelzungsprozess aus, hier über Afghanistan, über den Khyberpass. Das ist die Grenze zwischen heute Afghanistan und Pakistan, sind die hier nach Indien reingekommen. Irgendwann begonnen im 3. Jahrtausend vor Christus, aber diese Wanderbewegungen haben bis zum Ende des 2. Jahrtausends vor Christus angehalten. Das waren die vedischen Inder, die Veda. Die haben eine alte Form von Sanskrit gesprochen. Veda ist eine Vorstufe des klassischen Sanskrit. Hat sich natürlich auf der langen Wanderung aus Zentralasien auch vermischt mit allerlei anderen kulturellen und sprachlichen Elementen. Das kann man in diesen Sprachformen nachweisen. Und haben sich dann breit gemacht. Schauen Sie mal, habe ich auch noch eine Karte. Vor allem hier in diesen Siedlungsgebieten ist ja klar, wenn Sie von Pakistan nach Afghanistan reinkommen, dass das Ihr erstes Siedlungsgebiet waren. Das waren Viehzüchter, die mit Rindern und Kühen gezogen sind, haben die übrigens auch gegessen. Glauben Sie Inder nicht, wenn Sie sagen, Inder hätten nie Kühe gegessen. Das war ganz normal, früher Kühe zu essen. Man weiß eigentlich gar nicht, wo dieses Verbot herkommt, keine Kühe zu essen.
und haben sich dann langsam Richtung Osten bewegt hier. Das hat Jahrhunderte gedauert. Das zentrale Siedlungsgebiet dieser vedischen Inder, übrigens auch Aryas genannt, das kennen wir aus der Nazi-Ideologie, Arya, das kommt daher, in Sanskrit Aryas, die Edlen, andere Bedeutung die Gastfreundlichen, vollkommen entstellt und missbraucht in Nazi-Ideologie. Sie sehen, das zentrale Siedlungsgebiet ist hier, in diesem Zweistromstück, das nennt sich Doha, zwischen Ganges und Yamuna. Das ist das zentrale Gebiet, wo die sich niedergelassen haben, angesiedelt haben. Und hatten immer einen sehr verdächtigen Blick hier auf den Osten. Das war für sie erstmal, wenn sie das in alten vedischen Schriften lesen, was Ungeheuerliches. Es war barbarisch, es war unkultiviert, es war ein Gebiet, wo die Brahmanen, ja, die Vertreter par excellence der vedischen Kultur, eigentlich hingekommen sind. Genau diese Zone, in die es heute gehen soll, in der dann der Buddha geboren wird, in der diese neue Kultur entstand. Irgendwas Unheimliches, irgendwas Suspektes. Es war auf keinen Fall orthodox, klassisch vedisch. Das war eher Punjab-Bereich hier, Pakistan und dieser Zweistrom-Teil Indiens. Schauen Sie mal, hier sehen Sie schön, das wird als das Kernland des Buddhismus gesehen. Buddha, wie gesagt, an der Grenze zu Nepal geboren oder sogar noch in Nepal, dann aber während seines gesamten Lebens, nach seiner Wachen, wenn man der Tradition folgt, war das ungefähr mit 35 Jahren, hat er 45 Jahre Zeit gehabt, in dieses Gebiet zu durchwandern. Das ist ungefähr ein Gebiet, ich habe es mal versucht, in europäische Größen umzusetzen, so groß wie die 9 deutschen Bundesländer. Das war also sein normales Schweifgebiet. Da ist er mehrmals in seinem Leben hin und zurück, nach oben und unten gezogen, immer wieder zu verschiedenen Städten, die er mochte, ungefähr diese Zone. Und jetzt gucken Sie mal. Hier hatten wir dieses Zweistromgebiet, von dem ich sagte, dass es zentrales Siedlungsgebiet der Aryas war, und Sie sehen, das Zentralgebiet der ersten Buddhisten und des Buddha selbst ist ein Stück weit östlich. Also würde genau in diese Zone passen, wenn die Brahmanen sagt, nee, lieber Finger weg davon, das ist uns nicht geheuer, das ist barbarisch, das ist unkultiviert, das ist nicht vedisch. Das braucht noch eine Zeit. Das dauert ja immer so eine Landerschließung, das ist nicht ganz einfach. Wichtig: in der vedischen Kultur gab es, da wissen wir relativ viel drüber, weil es Schriften gibt, unter anderem die 4 Vedas, die berühmten, die wohl schon vor der Jahrtausendwende, also 1200, 1300 begonnen wurden, verfasst zu werden. Deshalb wissen wir relativ viel über diese arische Kultur. Es gab keine Städte, es war eine Landkultur, eine Dorfkultur, organisiert in kleinen Königtümern, weiß gar nicht, ob man sowas einen König nennen kann, vielleicht ein Stammeschef, ein Captain, der seine Sippe, seinen kleinen Stamm geleitet hat. Auf jeden Fall keine Hinweise auf urbane Wohnkultur. Was haben die für eine Religion befolgt? Die Veda, wissen Sie vielleicht auch, polytheistisch, es gab verschiedene Götter. Oberlies, das Göttinnen spricht, das finde ich ein sehr bezeichnendes Wort, wenn Sie mal in den Veden lesen, im Rig Veda lesen, die älteste Form. Es besteht ein Monotheismus des Augenblicks. Das ist ganz schön. Im Grunde ist es polytheistisch, also viele Götter, die angepflegt werden können, jeder mit seinem eigenen Aufgabenbereich, Kriegsgötter, Handelsgötter, Freundschaftsgötter, Essensgötter. Und je nachdem, wer im Mittelpunkt steht, wird monotheistisch mit Hymnen geglückt. Sehr schöne Hymnen. Können Sie mal reinlesen, gibt es im Handel schon ganz billig zu kaufen, Bilder. Ein weiterer Bestandteil: Opferrituale, das zentrale Element. Man glaubt, durch den Vollzug von Opferritualen den Kosmos in Gang halten zu können. Ganz großes Augenmerk auf, was wir sagen würden, irgendwo leblose Rituale. Sehen Sie bis heute noch in Indien, wenn Sie unterwegs sind, werden Rituale verzogen, die Leute sitzen dabei, man weiß eigentlich gar nicht, was passiert, aber der Opferpriester weiß es. Opferrituale für jeden erdenklichen Zweck verblasst dann in mittelmedischer Zeit eher, also wenn Sie ins erste Jahrtausend reingehen, wird das ein bisschen schwächer, diese Hymnenkultur. Die Opferkultur wird dann noch stärker. Und die Brahmanen nehmen noch mehr für sich in Anspruch, eigentlich gar nicht mehr die Götter herbeibitten zu müssen. Es gibt eine schöne Stelle, da heißt es, wir sind jetzt eigentlich die Götter, denn dadurch, dass sie die Opfersprüche kennen und die Verfahren, um diese Opfer zu vollziehen, können sie quasi den Automatismus die Götter herbeizitieren, dazu zwingen, teilzunehmen. Das ist ein schöner Punkt. Und Sie sehen damit auch natürlich den Machtgewinn, die Monopolisierung des religiösen Zugangs durch diese brahmanische Kultur in der mittelvedischen Zeit.
und schließlich nach der mittelvedischen Phase eine spätvedische Phase, und die führt uns nun schon ganz nahe 6. bis 5. Jahrhundert in die Zeit, in die auch der Buddhismus langsam an Fahrt gewinnt, in der der Buddha lebt. Hier bahnen sich, zumindest wenn man den Schriften glauben darf, große, große Umwälzungen an. Es ist der Beginn der Urbanisierung. Ja, die ersten Städtekulturen entstehen. Das lässt sich archäologisch heute ganz klar nachweisen. Luftaufnahmen, Ausgrabungen. Man sieht, da entstehen städtische Strukturen. Alles auch Richtung Osten verlagert. Wir haben es wohl mit großen Umwälzungen in politischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht zu tun. Die Verlagerung nach Osten, wie schon gesagt. Und wie Sie sicherlich wissen, ziehen große soziale, politische und wirtschaftliche Veränderungen meistens auch Veränderungen in der religiösen Welt und auch in der Ideengeschichte mit sich. Also meistens ist da ein Parallelismus. Haben Sie große Bewegungen im Materiellen, ist das oft auch eine Zeit, in der neue Ideen entstehen, in der sozusagen das Denkgefüge neu justiert und neu in entsprechenden Umständen ausgerichtet werden muss. Und genau das macht man für diese Zeit 5. bis 6. Jahrhundert auch geltend. Die Paradeschrift der vedischen Inder aus dieser Zeit sind die Upanishaden, die Sie bestimmt auch schon mal gehört, auch da kann ich Ihnen empfehlen, in den 7 Jahren, die Sie vor sich haben, trauen Sie sich mal für 5-6 Euro so ein Buch, Upanishaden-Übersetzung von Deussen, können Sie wunderschön lesen, dann Sie ganz vieles entdecken, was Sie auch mit Buddhismus haben, weil es eben genau aus der gleichen Zeitepoche stammt. Unter anderem Brihadaranyaka Upanishad, Chandogya Upanishad, es gibt 14 ältere Upanishaden, also noch viel mehr. Da kommt man an, was Sie als klassisch, was Sie als kanonisch ansehen wollen. In diesen Upanishaden finden sich nun einige ganz interessante Neuerungen. Die bringen wieder ein Stück näher zu dem, was wir gleich im Buddhismus in der frühesten Stufe entfaltet werden sehen. Nämlich, auf einmal sind es nicht mehr nur Brahmanen, die wortführend sind. In den alten vedischen Schriften sind es immer Brahmanen, die Priesterklasse. Die haben das sozusagen monopolisiert. Jetzt kommen auf einmal Kshatriyas vor. Kshatriyas sind die Kriegerkaste. Sie kennen das alte Modell der 4 Kasten in Indien, brauche ich nicht weiter darauf eingehen. Zweite Kaste sind die Kshatriyas, die Krieger, Könige, Kämpfer. Auf einmal sind die es, die philosophische Weisheiten von sich geben. Da kommt also ein Brahmane und fragt einen Krieger, sag mal, kannst du mir das mit dem Karma erklären? Und dann heißt es, wenn man schaden, einen Namen zur Seite, und sie gehen hinaus und erklären es ihm ein gehandelt wird. Das ist ein deutlicher Bruch mit der vedischen Tradition. Das sind noch einmal andere als brahmanische Träger von philosophisch-religiösen Wissen werden kann. Erstens. Zweitens. Frauen treten in Erscheinung. Völlig undenkbar im vedischen Kontext. Dass nur eine Frau hier ist, die belehren kann. Kommt vor in den Schaden. Das ist eine Dame, die erklärt kommenden Brahmanen, wie es wirklich ist. Auch ein Markenpunkt. Eine Art von Gegenbewegung könnte sein, dass sich hier eine Art von Zweifel an einem vielleicht erstarrten, verkrusteten rituellen Opfersystem zum Ausdruck bringt. Ganz deutlich eine Umbruchphase. Passiert immer. In jeder Religion. Es gibt Umbrüche. Phasen, wo auf einmal andere Träger von Kultur und Religion im Vordergrund treten, die vorher keine Mitspracherechte hatten. Zweifel an der Opferwirksamkeit. Da sehen Sie auf einmal Fragen auftauchen, wo Sie sagen, ja, stimmt das denn wirklich, wenn ich ein Lamm schlachte, dass ich dann das und das bekomme? Fragen treten aber. Nein, da wird anscheinend gezweifelt. Neue Inhalte, da kaufen auf einmal neue Fragen auf, wie zum Beispiel die Idee des Samsara. Haben Sie bestimmt auch schon gehört, auch ganz elementar für den Buddhismus, nämlich der Kreislauf der Wiedergeburten. Man geht auf einmal davon aus, dass man wiedergeboren wird. Das gab es im Ansatz auch in alten vedischen Schriften. Was es aber nicht gab, ist, dass man das auf einmal als bedrohlich findet. Man will das nicht mehr. Ganz schwierig. Wenn man mich in Amerika unterrichtet hat, hat man die Idee, dass man hier nicht wiedergeboren werden will, ist für viele der Studierenden dort eigentlich nicht nachvollziehbar. Empört, wie viele sagen, nicht echt, so klassische Türen, von denen er wiederkommt. Nein, gar nicht. Und auch kein Normalfall, denn wie Sie sehen, in den vedischen Schriften haben sie auch eine große Bejahung, Gleichzeitigkeit. Menschen wünschen sich, wenn sie wiedergeboren werden, wieder in ihre Familie geboren zu werden. Nein, in dieser Spätstufe der vedischen Zeit, Upanishaden, die Zeit, in der der Buddhismus entsteht, übrigens auch der Jainismus, das Jainismus, das ist eine Zeit, in der man beginnt, das in Frage zu stellen. Das hat mehr, also weißt du was? Im Grunde habe ich die Schnauze voll. Warum könnt ihr spekulieren? Warum ist das so? Ne? Ganz schwere Frage. Gibt es Antworten, die erscheinen einleuchtend, wenn Sie dann ein bisschen nachfragen, ein bisschen nachdenken, sagen Sie, naja, so ganz überzeugt es nicht. Nämlich die Idee, dass es auch eine Zeit mit mehr Kriegen war, dass es unfreundlicher wurde, das Klima.
weiß ich nicht, ob das überzeugt. Man weiß es einfach nicht in der Wissenschaft, was solche Umbrüche auslöst. Auf jeden Fall muss man es zur Kenntnis nehmen, weil sie es in den Schriften auffinden. Man will raus aus dieser Welt. Der Kreislauf der Wiedergeburten wird als bedrohlich, als unangenehm empfunden und man sehnt sich davon, weglösen zu können, nicht mehr wiedergeboren werden zu müssen. Es ist eine Zeit, das liest man den Upanishaden hinaus, in dem man sich auf das Individuum, auf sich selbst besinnt und die Frage stellt, woher komme ich und wohin gehe ich? Und zwar ganz vehement. Man rückt von den mythologischen Bildern ab, von den Vorstellungen von der Götterwelt, wie wir das in den vedischen Schriften ausgeprägt fanden, hin zu, ich würde sagen, abstrakteren, feineren Denken. Viele nennen es auch eigentlich das Erwachen der Philosophie im indischen Raum. Also man löst sich von vorgegebenen Dingen und beginnt frei zu denken und Dinge in Frage zu stellen. Also einfach diese Zeitepoche, die das mitgebracht hat, wahrscheinlich bedingt auch durch diese Umwälzungen im materiellen Bereich, in den Lebensformen. Urbanisierung bringt natürlich ein ganz anderes Lebensgefühl mit sich. Das kann jeder von Ihnen nachvollziehen, also selbst in Deutschland, so ob Sie am Land irgendwo weit außerhalb leben oder mitten von Hamburg, ist eine ganz andere Ausgangslage. Sind Sie mit ganz anderen Eindrücken hier konfrontiert, als wenn Sie, was weiß ich, wohnen. Was allerdings ganz zentral ist in den Upanishaden, das haben Sie bestimmt schon gehört, ist das Brahman, nämlich so eine Art absolutes Wesen, eine absolute Wesenheit, war in den alten vedischen Schriften eigentlich ein Gebet, eine Zauberformel, wird aber dann im Upanishaden, das Brahman, zu einem Urgrund allen Seins, ein höchstes Seines, aus dem auch alles hervorgeht. Jeder von uns, Lebewesen, trägt ein Fünkchen dieses Brahmans in sich. Was meinen Sie, das heißt? Das Atmen, ne? Haben Sie bestimmt schon mal gehört. Darum geht es dann nämlich. Jeder von uns trägt dieses Fünkchen in sich und dieses kleine Stückchen Atmen sehnt sich danach, so die upanishadische Lehre, wieder vereint zu werden mit dem allseienden Brahman. Man will dazu raus aus Samsara, man will rausgelöst werden, sich vereinen. Und das führt dann, wenn das geschafft wird, zum Art Wohlfühl. Zum Wohlfühlgefühl. Ja, State of Bliss, oder wie immer Sie das nennen wollen. Die Ursache des Kreislaufs im Samsara ist eins von Wissen, nämlich solange Sie das nicht verstehen, dass es Atman und Brahman gibt und dass Ihr Atman eigentlich wieder zurück muss zum Brahman, müssen Sie weiterkreisen. Das ist aussichtslos. Sie müssen diese Wahrheit erstmal verstehen. Wenn ich sage verstehen, ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr, als nochmal gehört haben, zu sagen, ach so, ja klar. Nee, es ist wahrscheinlich schon mehr, sondern wir müssen auch entsprechend praktizieren. Dafür gab es damals schon Yoga. Das sind auch Praktiken, die im Buddhismus später Verbreitung fanden. Was kommt noch neu von den Upanishaden? Die Karman-Lehre, ganz, ganz wichtig. Karma kennen Sie alle im Deutschen, kommt dann aus dem Indischen und heißt dort Karman. K-A-R-M-A-N. Bedeutet das Werk, die Handlung, nicht weiter. Im vedischen Kontext gab es Karman, da war Karman aber die Handlung im Sinne von Opferhandlung. Also Karman war eine reine Opferhandlung. Wenn Sie viel Opferhandlungen richtig vollzogen, haben Sie ein gutes Nachtodschicksal erworben. In den Upanishaden bahnt es sich an, im Buddhismus dann ganz deutlich, Karman erfährt eine Erweiterung, nämlich weg von der reinen Beschränkung auf die Opferhandlung und Karman wird eigentlich jeder Akt im Leben. Körperlicher Natur, sprachlicher Natur und im Buddhismus sogar auch denkerischer Natur. Also Sie vollziehen einen Akt, Sie tun etwas, das ist Karma. Und der kann dann gewertet werden. Positiv, neutral oder negativ. Also hier sehen Sie deutlich, ein Begriff, der in vedischer Zeit eine strikt ritualisierte Formulierung fand, im Bereich der Opfersymbolik, im Bereich des Opfertums, dann ausgedehnt eigentlich auf den gesamten Alltag. Das sind Begriffe, die auftauchen. Die Wiedergeburtslehre nimmt Gestalt an. Wissen wird in Upanishaden als der Schlüssel zum spirituellen Erfolg gesehen. Nicht so sehr, Sie werden in Upanishaden nicht so viel Anweisungen für sittliches Handeln finden. Das überrascht immer ein bisschen, wenn man sich denkt, man würde da auch klar finden, was man tun soll und was man nicht tun soll. Eigentlich nicht. Das ist sicherlich eine Neuerung, die sich in buddhistischen Schriften wiederfinden. Ich würde sagen, Upanishaden sind sehr menschliche Versuche, der Wahrheit näher zu kommen, der Wahrheit, die einen ganz individuell betrifft, nämlich wo komme ich her, wo gehe ich hin, wie soll ich leben. Und ich denke, man kann ohne weiteres sagen, dass diese Gedankenwelt der Upanishaden alle weiteren Systeme Indiens, alle weiteren philosophischen, alle weiteren ethischen, alle weiteren spirituellen Systeme Indiens getroffen hat.
in der einen oder der anderen Richtung. In der einen Richtung, so wie im Jainismus, dass er diese Ideen aufgelöst und verfeinert hat, fortgesetzt hat, also die Idee einer Seele, eines Atmens, die in einem wohnt, oder im Bereich des Buddhismus, der Buddha, der sich in gewisser Weise davon abhält. Ich will nicht sagen, dass er das reformieren will oder dass er sich komplett davon absetzen will. Auf jeden Fall greift er diese Begrifflichkeiten auf. Sie wissen, dass der Begriff Atman, das selbst eine große Rolle im Buddhismus spielt. Das ist ein Begriff, der natürlich einen upanishadischen Kontext hat. So würde ich mal sagen, Sie können den Buddhismus eigentlich nicht richtig verstehen, nicht richtig greifen, wenn Sie die indische Lebenswelt, die philosophische Welt der damaligen Zeit nicht kennen. Deshalb sind die Upanishaden so enorm wichtig. Also Begriffe wie Samsara, Wiedergeburt, Leidhaftigkeit, auch was Neues, dass die Welt als grundlegend leidhaft empfangen wird. Auch Teil der upanishadischen Gedankenwelt. Erlösung, es gibt einen Weg daraus. Und es gibt Mittel dazu, nämlich das Wissen und bestimmte Yoga-Übungen hin zu einem ruhevollen, seligen Heilzustand, wie auch immer Sie das nennen wollen. Im Upanishad ist es der Zustand, in dem sich das eigene Atman mit dem Brahman vereinigt. So viel mal zur philosophisch-religiösen Welt der damaligen Zeit. Wir wissen natürlich nicht, inwieweit diese Ideen, die ja deutlich vedischen Kontext haben, überhaupt in dieser östlichen, abseits gelegenen Grenzregion, und das kann man sich nennen, bekannt waren. Wir wissen nicht, wie weit der Buddha als Kind, als Heranreifender mit vedischen Gedanken überhaupt konfrontiert worden ist. Jetzt kommen wir kurz zu den sozialen, politischen und archäologischen Gegebenheiten der damaligen Zeit. Das mache ich jetzt kurz, ich habe es ein bisschen ausführlicher geplant, aber unsere Zeit wird uns davon weg, bis das kleine Einleitung. Was Archäologen sagen, übrigens für wen, wenn Sie sich dafür interessieren, ich kann Ihnen gerne die Quellen geben, auf denen mein Vortrag basiert. Ich habe natürlich nie archäologisch geforscht, aber ich denke, dass man als Wissenschaftler entscheiden kann, was gute Quellen sind, wo man die Finger von lassen kann. Und wenn Sie das interessiert mit Archäologie, kann ich Ihnen gerne die Quelle des Aufsatzes geben. Insgesamt geht man davon aus, dass die Jahre 550 bis 250 vor Christus, sehen Sie, sind genau die Zeiten der Geburtstage des Buddhas. Da liegt er drin. Dass das eine Zeit ist des dramatischen Wachstums, so bezeichnen wir das, nämlich die Umbildung der vedischen Stammesverbände und der Beginn einer größeren Staatlichkeit, also der Verlust anderer Stammesverbände hin zu einem zentral geplanten, größeren, zentralisierten, bürokratisierten Reich. Das, was wir dann im dritten Jahrhundert, 268, Ashokas Krönung unter Ashoka vorfinden. Das Ganze ist Umwandlungsprozess, Ausläufer der letzten vedischen Könige hin zu einem neuen System, wahrscheinlich inspiriert mit, sage ich mal im Nebenfall, durch iranische Einflüsse aus dem Westen. Warum das so ist, weiß man nicht. Eisen wird oft gehandelt als ein wichtiger Punkt. Was macht man mit Eisen? Waffen und Flügel. Mein Kürzer sagt, deine Dame kochen. Kann man auch, wenn man sich so einen Kopf macht. Aber politisch natürlich wichtiger Waffen und Flügel. Man kann erstens mal Ländereien besser urban machen, kann viel mehr Land erschließen, das als Ressourcen nutzen und zweitens kann man kämpfen. Und das haben die in dieser Zeit, das ist ganz offensichtlich, mit welchem Menz gemacht. Also es erscheinen auf einmal Städte, das sind nicht nur einfache Städte, sondern die haben Befestigungswälle, die Meter hoch sind, ein paar Meter dick, hoch kann man bis heute noch sehen. Also eine sehr kriegerische Zeit, in die eingestiegen wird. Es erscheint eine neue Art von Keramik, da will ich auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Hier sehen Sie nochmal das Gebiet, über das ich jetzt spreche. Kushinagara, der Todesort des Buddhas, Kapilavastu, der Ort, der legendenhafte Ort, wo der Palast seines Vaters gewesen sein soll, und Wien, sein Geburtsort. Shravasti, einer der Orte, der Buddha gerne verweilte. Vaishali, hat er oft gepredigt. Patna, Pataliputra, dann die Hauptstadt des Magadha-Reiches unter Ashoka. Am Fluss gelegen. Hier im Süden, ein Gebiet, in dem es sehr viele Erzvorkommen gab zur Eisengewinnung, war extrem wichtig für das Wachstum des Reiches, sind hier eine der größten Städte der Nahes, Varanasi, die es natürlich bis heute noch in wunderschönen Formen gibt. Also das ist das Gebiet, über das wir sprechen. Ich denke, wir können die Folien dann auch zur Verfügung stellen, im Internet oder wo auch immer Sie das machen. Hier sehen Sie diese Grayware Pottery, ist ganz wichtig für Archäologen, weil sie daran erkennen können, wo welche Kulturen wann präsent waren. Es gibt zwei große Gruppen. Das eine ist diese graue, bemalte Keramik und dann gibt es die zweite, nämlich die nördlich schwarz polierte Keramik. Ist ein bisschen kompliziert. Also graue Keramik und
nördlich schwarz polierte Keramik. Das ist die grau polierte Keramik. Und jetzt zeige ich Ihnen was ganz Interessantes. Und das noch sehen, oder kann ich weitermachen? Machen wir weiter. Schauen Sie mal, diese graue Keramik ist genau in diesem Gebiet verbreitet. Sie sehen, es ist mehr oder weniger dieses Zentralgebiet der lydischen Zivilisation. Hier etwas helleres Grau, sehen Sie die Verbreitung der nördlich schwarz polierten Keramik. Die ist deutlich im Osten. Man kann sehen, dass in diesen Jahrhunderten ab 550 diese Keramik noch einmal eine enorme Produktionserweiterung erfährt, dass es überregional exportiert wird, taucht an vielen Orten aus. Was braucht man dazu, das zu exportieren? Erstens mal, sie brauchen Produktionsstätten. Zweitens mal, sie brauchen Verkehrswege, also Aufbau einer Infrastruktur in diesem östlichen Gebiet. Drittens, sie brauchen Kaufleute, die das verteilen. Wenn sie Kaufleute haben, brauchen sie auch was? Banker natürlich. Und all das können Sie in buddhistischen Schriften, in den frühesten Schriften nachlesen. Das scheint in diesen Jahrhunderten mit enormer Gewalt nach oben gedrungen zu sein. Und wie wir aus den frühesten Schriften wissen, wahrscheinlich auch eine ganz bedeutsame Rolle gespielt für die Verbreitung des Buddhismus. Buddha hat, so zumindest die ältesten Quellen erinnern ja, schon in frühen Jahren damit begonnen, wie nennt man sowas, Gönner, Sponsoren an Land zu ziehen, die ihm Ländereien gespendet haben, die ihm Klöster gebaut haben. Das waren größtenteils Leute aus dem Finanzsektor, aus der Politik, Könige oder Kaufleute. Sehen Sie, da ist eine interessante Verbindung zwischen ökonomischer Boomentwicklung und Gedeihen einer bestimmten Religiosität, die nicht jüdisch ist. Also eine neue Religion, die eine alte ablöst. Der Almosenschock ist, oder? Bitte? Schwarz dargestellt. Der Almosenschock ist, weil die auch immer schwarz dargestellt ist. Ach so, Carola fragt, ob das ähnliche Keramik, weil ich glaube, die ist nicht aus Keramik gemacht. Die scheint aus Metall gemacht. Ja, die werden geklopft, das haben in Thailand gesehen, weil die in Indien so gemacht wurden, aber ich glaube, das ist keine Keramik. Ja, also, man sieht enormes Wachstum der Bevölkerung, viele neue Siedlungen entstehen, allerdings immer mit dem Zentralisierungsfaktor. Und man kann deutlich erkennen, bei der Siedlungsform eine zentrale Stadt, da wohnen kleine Ansiedlungen, Verkehrswege, Eisenerschließung. Man spricht allgemein von einer Urbanisierungswende in dieser Zeit. Also hier sehen Sie eben einen gehörigen Umbruch in der Gesellschaft. Ziegelherstellung beginnt dann irgendwann nicht so, eine Ziegelherstellung ab 400. Also Sie sehen, das Film war falsch, Sie haben es nicht gesehen, das kann gar nicht sein. Das ist allerdings auch wissenschaftlich umstritten, ob das wirklich 400 war oder nicht. Und ganz wichtig natürlich, Sie brauchen, um Bettelmönche am Leben zu halten, einen Überfluss. Wenn eine Gesellschaft keinen Überfluss hat, können Sie auch nicht sich den Luxus erlauben, Bettelmönche zu haben, in dem Essen zu gehen, weil die ja wirtschaftlich unproduktiv sind. Die sind vielleicht geistig produktiv, dass wir mit Professoren in den Geisteswissenschaften. Also eine Gesellschaft, die kein Geld hat, kann sich das nicht leisten. Gehen Sie nach Russland, ich habe Kollegen dort, die den tagsüber unterrichten, die Tibetologen, führende Tibetologen, abends arbeiten in Autowerkstätten, haben solche Hände, weil sie sagen, sie kriegen nur 200 Euro im Monat. Ne? Geht gar nicht. 400 vor, wir sind alles vor Christus jetzt. 400 vor Christus. Kurz zu politischen Formen. Man weiß, dass es zu dieser Zeit im Großen und Ganzen zwei Formen gab. Das eine ist das sogenannte Gana-System. G-A-N-A wird oft übersetzt als Republiken. Ich denke, es ist eine falsche Übersetzung. Es sind einfach oligarchische Regierungsformen, in denen Stammesälteste, ich würde sagen, ein Stammesverband, klingt ein bisschen ansehnlicher, in dem die ältesten männlichen Mitglieder zusammenkommen, in so eine Art von aristokratischer Oligarchie. Die kamen in Ganas zusammen, verwalteten dann bestimmte Territorialreiche und es gab parallel dazu die Monarchie. Die hat sich ja dann durch Ashoka durchgesetzt. Und es scheint so zu sein, dass die Tendenz von diesen mehr oder weniger im Ansatz demokratisch-oligarchisch strukturierten Verwaltungsformen hin zur monarchischen Regierungsform geht. Man vermutet, das ist der Fall, weil diese oligarchisch angelegten Formen einfach nicht mehr entscheidungsfähig waren, wenn es wirklich darum ging, schnell kriegerische, militärische Entscheidungen zu treffen und dass die nach und nach von diesen eher strikt diktatorisch geführten Regimen ausgelöscht wurden. Also das war ein Modell, das zu erklären. Ist aber für uns hochinteressant natürlich, weil das Modell des buddhistischen Sangha in vieler Weise Formen aufgenommen hat, die man in dieser Gana-Struktur, also der oligarchischen Verwaltung,
eines Territorialbereichs schon praktiziert hat. Insofern ist es wert, da mal genauer hinzuschauen. Übrigens, ein Raja muss nicht unbedingt ein König sein, wird auch so übersetzt. Sie wissen, der Buddha wird eine Legende als Sohn eines Königs dargestellt. Wahrscheinlich ist es kein König, sondern einfach Bürgermeister oder jemand, der eine herausragende finanzielle Stellung, eine hohe Stellung von seiner Abstammung in einem kleinen Stammesbereich hatte. Das kann schon ein Raja gewesen sein. Also lass mal ruhig den Vater des Buddhas ein Raja gewesen sein, aber wahrscheinlich war es kein König, sondern eher ein leitender Kaufmann oder ein Bankier. Auf jeden Fall wissen wir, dass er in relativ guten Verhältnissen stand. Ja, was mir wichtig war zu zeigen, Sie sehen, es ist eine große Übergangsphase. Ich will das auch noch ein bisschen plastisch machen mit Sprachen. Gucken Sie mal, hier sehen Sie die großen Sprachfamilien. Hier die Aryas sprachen indoeuropäischen, eine indoeuropäische Sprache, nämlich das Arische oder das Sanskrit später. Das ist grün, das ist eine heutige Karte, man kann davon ausgehen, dass das Grüne damals noch nicht ganz so weit nach Osten gekommen war. Aber gucken Sie mal hier, in dieser östlichen Grenzregion, in die es uns geht, da haben Sie drei große Sprachfamilien, die vertreten sind. Sie haben das Grüne, indoeuropäische Sprachfamilie, also im weitesten Sinne Sanskrit oder bestimmte andere Formen des Sanskrits. Sie haben Blau, das sind sogenannte Munda-Sprachen, ich glaube austroasiatische Sprachfamilie. Ich weiß nicht so recht, wo das herkommt, kann aber davon ausgehen, dass es vor 2000 Jahren noch ausgeprägter hier im Osten war. Und Sie haben hier im Norden, das sehen Sie gelb, die tibetisch-romanischen Sprachen. Also auch sprachlich gesehen ein Mixpot, ein Multikulti-Pot von verschiedenen Sprachen, damit auch verschiedenen Kulturen, verschiedenes Essen, verschiedene religiöse Anschauungen, wahrscheinlich auch verschiedene physiognomische Erscheinungen von den Menschen, die dort gelebt haben. Ich glaube, das darf man sich gar nicht, kann man sich gar nicht zu radikal vorstellen, was da zu der Zeit im Osten, Nordosten Indiens zusammengekommen ist. Noch ein wichtiger Punkt. Zu dieser Zeit entsteht, das wissen wir aus den Upanishaden, aber auch aus anderen Schriften, ein sogenanntes Wanderasketentum. Haben Sie bestimmt schon mal gehört. Also Askese, wissen Sie, was das ist? Und das sind Wanderasketen, weil diese Asketen nicht an einem Ort sitzen, sondern herumwandern. Ich möchte Ihnen jetzt einmal ganz kurz ein paar Merkmale dieser Wanderasketen vortragen. Das bezieht sich nicht nur auf den Buddhismus, sondern auf den weiteren Kontext. Es war eine Zeit der Erneuerung, der Veränderung und es ist klar, dass viele neue Ideen entstehen. Also der Buddha war nicht der Einzige, der solche Ideen hatte, sondern er ist losgezogen in den Urwald und hat da verschiedene Lehrer getroffen, sich das angehört, das vielleicht verworfen, zum anderen gegangen. Diese Wanderasketen sind sozusagen eine Antikultur, denn sie tauschen das Leben in der Wildnis mit dem Leben von zu Hause aus. Also sie lösen sich von der Familie, ziehen weg, kennen sie aus dem Leben des Buddha und, ja, wie würde man das heute nennen, Aussteiger. Soweit, dass zum Teil die Todesriten vollzogen sind. Wenn jemand diesen Ausstieg beschlossen hat, sich die Haare abgeschnitten hat, wurde das Todesritual vollzogen, der Mann war eigentlich legal schon tot. Legal kein Rechte mehr. Die sprachen auch in religiöser Hinsicht kein Sanskrit mehr. Sanskrit war die heilige Sprache der Vedas. Die sprechen jetzt Umgangssprache. Kakritz hat man damals gesprochen, mittelindische Sprachformen. Also man verwirft die Idee von Sanskrit als heilige Sprache. Also hier sehen Sie ein gewisses Anti-Element, wo man sich gezielt gegen das Establishment, wenn ich das mal so nennen darf, hinwegsetzt und sagt, nein, wir sprechen das, was wir normalerweise sprechen, damit verkünden wir auch unsere religiösen Lehren. Die waren größtenteils nackt. Oder sie hatten alte Gewänder, die sie nicht waschen durften und die sie sich von Leichenhöfen holen mussten, um sich darin einzuwickeln. Essen, wenn überhaupt, gab natürlich extreme Praktiken, extreme Askeseformen, wo man sehr wenig essen musste, aber wenn überhaupt, dann übrig geblieben ist. Das ist das Ritual des Buddhismus bis heute. Eigentlich ist es so gedacht, dass Leute, die noch was vom Essen übrig haben, das geben. Macht man natürlich heute nicht mehr, wenn sie nach Thailand gehen, bekommen die Mönche natürlich das Beste. Aber eigentlich ist es so gedacht, dass das, was übrig bleibt, bevor man es dem Hund hinschmeißt, gibt man es dem Mönch, der lebt davon. Das, was übrig bleibt. Was auch ein deutliches Kriterium für Wanderasketen runtergefallen ist, darf man essen. Also wenn ein Apfel runterfällt und vor sich hin verwest, den kann man ruhig essen, das darf man. Ahimsa, Gewaltlosigkeit, ja, sicherlich ein großer Bestandteil damals schon, ich denke, fast aller asketischen Gruppierungen. Keine Gewaltanwendung, nicht gegenüber Menschen, nicht gegenüber Tieren, ja zum Teil auch nicht gegenüber Pflanzen. Also als ein Wanderasket oder als ein Mönch später kann man nicht einfach zum Baum rausreißen oder was absägen, das geht nicht. Kann man nicht machen. Gewaltlosigkeit. Asketische Praktiken, zum Beispiel kein Waschen,
Essen zu bestimmten Zeiten, Leben in sexueller Enthaltsamkeit, Atempraktiken, kennen Sie aus dem Yoga, also zu kontrollieren Ihren Atem, unterdrücken den vielleicht, kann auch asketisch praktiziert werden. Körperkontrolle, bestimmte Körperhaltungen. Lesen Sie irre Geschichten, was für Leute gab, die halten ihre Hand hoch für mehrere Monate. Was passiert, die stirbt ab, können Sie nicht mehr benutzen. Sehen Sie bis heute in Indien. Ich habe mal einen Kalkutta gesehen, der hat seinen Kopf in Sand eingebunden, hat ihn da stundenlang drin gelassen, hat überlebt. Das sind asketische Praktiken. Meditationen natürlich, können Sie auch als eine Art von asketischer Praxis initiieren, wenn Sie wollen. Man bricht mit dem Ahnenritual, ein ganz zentraler Punkt im Veda. Ja, man muss als Sohn die Ahnenrituale vollziehen für den verstorbenen Vater, sonst verhungert er da oben. Und als Kind macht das nicht mehr. Wenn der legal tot ist, wenn er ausgeschieden ist, ist er immer mehr, die Ahnenrituale vollziehen kann. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich für eine traditionelle vedische Gesellschaft. Man bricht mit dem Opferwesen. Das wissen Sie aus dem Buddhismus. Opfer gibt es da nicht. Es gibt keine Tieropfer. Da wird niemand geschlachtet. Bei Jainas erst recht nicht. Bei vielen anderen Hinterlander-Asketen würde ihnen nicht einfallen, Tiere zu schlachten. Man bricht die Klassengrenzen auf, die Kastengrenzen, die vier Kasten. Es spielt keine Rolle mehr, aus welcher Kaste sie kommen. Sie können alle zusammen praktizieren. Genauso im Buddhismus, in vielen anderen Gruppen. Die Trennung von Frau und Mann. Frauen können ordinieren, genauso wie Männer können ordinieren, zumindest in der Frühzeit. Auch das ist deutlicher Bruch mit dem jüdischen Verhaltensmaßstäben. Also da ist schon, das Ganze bestätigt, ein gehörtes Potenzial, gegen altbewährte, traditionelle Formen aufzutreten. Kein fester Wohnsitz natürlich, die schlafen irgendwo in der Wildnis, in einer leeren Baumhöhle oder am Waldrand. Ja, und letztlich, und das ist natürlich das Entscheidende, die Suche nach nicht-weltlichen Zielen. Also man richtet seine Energie nicht mehr, eben weder noch darauf, viel Vieh zu haben oder möglichst viele Söhne zu haben, sondern man sucht letztlich nach geistig, spiritueller, gefühlsmäßiger Erlösung, nämlich dem Ausstieg aus dem Samsara. So viel zum Umfeld. Jetzt zum zweiten Punkt, dem Buddha, dem Leben und seiner Lehre. Wie sah er denn aus? Weiß man das? Nee, ich weiß natürlich nicht, warum, weil damals keine Bilder gemalt wurden, und wenn Bilder gemalt worden wären, gäbe sie es heute gar nicht mehr. Außerdem wurde der Buddha in den ersten 400-500 Jahren anbildlich dargestellt, so nur Symbole. Welche Sprache sprach er? Nicht Sanskrit, haben Sie gerade gehört? Nein, er sprach wahrscheinlich einen örtlichen Dialekt. Könnte sein, dass er eine burmesisch-tibetische Sprache gesprochen hat, das wissen wir nicht, wir wissen nicht, welche Ethnie er zugehört. Man weiß auch nicht, wie er aussah. Er kann klar ostasiatische Züge gehabt haben. Wenn Sie heute nach Nepal fahren, sehen Sie diese schöne Mix aus physiognomischen Merkmalen, die zum Teil ostasiatisch aussehen, aber auch indisch. Könnte sein, dass der Buddha einer solchen Ethnie angehört. Das weiß man nicht. Sprache wahrscheinlich Magadhi. Das ist die Sprache, die in diesem Gebiet gesprochen wurde, mit lokalen Dialekten. Vielleicht aber auch eine ganz andere, darüber wissen wir nichts. Hat er viel geschrieben? Gar nichts. Ja, es gab keine Schrift zu der Zeit, das ist mir zumindest relativ sicher. Schauen Sie mal. Hier haben wir die ersten schriftlichen Bezeugungen aus Indien. Das sind Inschriften an den Säulen von Ashoka, stammen alle aus dem 3. Jahrhundert. Also Buddha, wie gesagt, ist spätestens im 5. Jahrhundert gestorben. Da gab es noch keine Schrift. Es wurde alles mündlich tradiert. Das muss nicht heißen, dass das nichts überliefert wurde. Man kann sehr wohl mündlich tradieren in Indien. Das sollten Sie nicht unterschätzen. Die mündliche Tradition ist oft verlässlicher als die schriftliche Tradition. Buddhistische Manuskripte, was sind die, wie alt sind die ältesten buddhistischen Manuskripte? Sind eine Idee? 2. Jahrhundert nach Christus. Ne? 2. Jahrhundert nach Christus. Aber nichts von den alten, von den ältesten Schriften, von den Pali-Schriften. Mündliche Überlieferung? Ja, eine Frage. Das ist, glaube ich, nicht. Vor Christus würde mich sehr viel erscheinen. Ja. Würde mich sehr wundern. Ja. Also, es gibt interessante Manuskriptfunde in Afghanistan und in Westpakistan. Und ist auch sehr schwierig, solche Manuskripte genau zu datieren. Aber es scheint so zu sein, dass sich diese Manuskripte näher zu Jahrtausenden, zur Zeitwende hin bewegen. Also um das Jahr Null herum, ja. Ist denn in diesem Fair des wirtschaftlichen Aufschwungs eigentlich noch schon eine Form von Geld gab? Ja, Geld, die ersten Münzfunde ungefähr ab dem 3. Jahrhundert. Das ist mit einer der Faktoren, die da auftauchen. Das ist auch bitte um den Kollegen auch
sorry. Ja, selbstverständlich. Und Schrift hängt auch meistens mit Handel zusammen. Ja. Schrift wird dann nicht für Religion. Schrift wird interessant im ökonomischen Handel und für politische Formen. Wenn Sie ein Großreich haben, wie Ashoka, glaube ich, müssen Sie auch Schrift zurückbringen. Jetzt können Sie das Land nicht mehr kontrollieren. Hier mal eine Frage. Wann stammen die alten griechischen Schriften, die Sie gerade eben erwähnt haben? Die beginnen ungefähr 1300 vor Christus und enden in der spätvedischen Phase Upanishaden ungefähr 50 Jahrhundert. Das heißt, 1300 vor Christus gab es schon eine Sprache in Nordindien, die aufgeschrieben wurde? Nicht aufgeschrieben, mündlich tradiert. Alles mündlich tradiert. Mündliche Tradition des Veda bis ins erste Jahrtausend nach Christus hinein. Aber lassen Sie sich nicht dadurch limitieren. Mündlich können Sie sehr gut übertragen. Keine Frage. Dann können Sie die Sicherheit schriftlich übermitteln. Noch Fragen soweit? Nee. Gut, jetzt muss ich wieder ein bisschen ausholen. Pali haben Sie bestimmt auch schon mal gehört. Pali wird oft, wenn Sie zu Theravada-Buddhisten gehen, die sagen zu Ihnen, ja, das ist die Sprache des Buddhas. Nein, ist es nicht. Pali ist eine Kunstsprache. Das hätten natürlich viele Theravada-Buddhisten gerne, dass das die Sprache des Buddhas ist. Sagen wir so, es ist eine Sprache, die wohl nahe dran ist an der Sprache, die der Buddha für seine Predigten benutzt hat. Aber es ist eine künstliche Sprache, sie ist in Westindien entstanden, konzipiert worden. Der Buddha kam aus Ostindien, passt auf den Dialekten gar nicht zusammen. Es gibt einen ganzen Korpus von Schriften in Pali, der wird oft als die ältesten buddhistischen Schriften behandelt. Da ist natürlich was dran. Allerdings müssen Sie sich eins bewusst machen, das ist ganz wichtig, was ich Ihnen jetzt erzähle. Können Sie das Wochenende auch, wenn Sie über die Schrift hören, darüber nachdenken. Die Tradition sagt, die buddhistische Tradition sagt, die Pali-Schriften wurden zum ersten Mal aufgeschrieben im ersten Jahrhundert vor Christus. Sprich, 400 Jahre nach dem Buddha. Haben Sie 400 Jahre Zeit. Sie können sagen, ja, trotzdem, ich glaube, dass die Überlieferung so authentisch war, dass die mündliche Überlieferung so authentisch war, dass sie tatsächlich in diesen Pali-Schriften mehr oder weniger das Wort des Buddha finden. Wenn Sie nach Sri Lanka fahren, mit einem Mönch sprechen, der würde das garantiert sagen, der sagt Ihnen, these are the words from the golden lips of Gaudiya Buddha. Das ist sehr unwahrscheinlich. Erstens mal, weil jede Übersetzung Interpretation bedeutet. Wenn Sie einen Text, wenn Sie eine Rede des Buddha aus seiner Heimatsprache ins Pali übersetzen müssen, und man weiß mittlerweile aus linguistischen Gründen, dass es mindestens zwei Übersetzungsfälle gegeben haben muss, verändern Sie. Zweitens wissen wir von Pali-Schriften, dass es einen großen Editionsprozess gegeben hat, in dem Texte mehr oder weniger standardisiert wurden, die Bausteine zusammengeschoben wurden. Also Sie müssen sehr vorsichtig sein. Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass das, was Sie in den Pali-Schriften finden, in den alten Schriften des Buddhismus, dass das tatsächlich das Wort des Buddhas ist. Vom Mahayana Buddhismus braucht man gar nicht zu reden. Das ist immer mein Wort. Das kommt 1000 Jahre später. Das ist nochmal was ganz anderes. Aber selbst diese Behauptung, dass Sie in Pali kamen, das finden, was der Buddha gesagt hat, ist eine sehr gewagte Behauptung. Ich denke nur an das Buch von Walpola Rahula, einem der führenden Theravada-Philosophen, der hat ein Buch herausgegeben, das heißt What the Buddha Taught, was der Buddha gelehrt hat. Ich glaube, das kann er nicht genau wissen, was er gelehrt hat. Und das bringt mich zu einem ganz großen Thema, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir wissen, was der Buddha im Detail gelehrt hat. Ich glaube, dass wir vielleicht eine ungefähre Ahnung haben können, was es ihm ging. Aber dass wir sehr vorsichtig sein müssen. Selbst grundlegende Lehren wie die vier edlen Wahrheiten. Haben Sie die schon mal gehört, die vier edlen Wahrheiten? Kennen Sie die? Ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass das tatsächlich vom Buddha stammt. Zwölfgliedriges Entstehen in Abhängigkeit. Hier können Sie sogar in Palikanen zeigen, dass es zwei unterschiedliche Formen gibt. Einmal vier Glieder, einmal acht Glieder. Und wahrscheinlich wird diese 4 und 8 wieder irgendwann zusammengesetzt und hat 12 Minuten aufgenommen. Das ist mathematisch korrekt, aber natürlich erschüttert, aber von diesem Denken an, dass es tatsächlich vom Buddha kommt. Lassen Sie mich mal anders fragen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie Sie sich den Buddha vorstellen. Schauen Sie mal. Ich muss in Pension gehen, warten Sie mal. 23 Jahre habe ich ihn. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in 23 Jahren wieder hierher. Zimmermann hält wieder seinen Einführungsvortrag über den Buddha. Schauen wir uns das mal an. Ne? Jetzt stell dich vor, der Kerl erzählt genau das gleiche wie vor 23 Jahren. Ne? Da wird er sagen, Mensch, also hat sich da nichts getan bei dem 23 Jahren. Dass da irgendwie auch eine Entwicklung stattgefunden hat. Ne? Also es gibt so Professoren, das ist klar. Das würde ich nicht ausschließen.
Okay, also wollen wir dem Buddha zugestehen nach seiner Wachen mit 35 Jahren, dass er wirklich 45 Jahre bis zu seinem Tod mit 80 Jahren immer das Gleiche erzählt hat? Es ist ein bisschen ihr Gesichtspunkt. Es gibt Menschen, die sagen, klar, der war mit 35 voll erwacht, der hat die Wahrheit voll erkannt und das hat er dann einfach die nächsten 45 Jahre dargelegt. Vielleicht mal hier und da ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen war es fest. Oder wollen wir vielleicht von einem etwas menschlicheren Buddha ausgehen und sagen, Mensch, der hat begonnen mit 35 zu lehren, hat er früher nicht gemacht, der müsste auch erstmal lernen. Das dauert schon ein paar Jährchen, bis man in den Lehrbetrieb kommt. Und das kann ja durchaus sein, dass er einige Ansichten gewandelt hat, dass er festgestellt hat, nee, also das muss ich anders nennen. Ich werde nicht sagen, dass er gesagt hat, nee, da bin ich falsch erwacht oder so. Das wollte ich gar nicht gehen. Weil er kann ja Dinge anders verpackt haben, anders formuliert haben. Also damit muss man, glaube ich, rechnen. Das erklärt meines Erachtens auch, wenn sich mit dem Pali-Kanon als die ältesten Schriften beschäftigen, warum es da durchaus Widersprüche gibt. Und ich möchte nur ganz kurz, weil die Zeit fast abgelaufen ist, an ganz kurzen dieser Widersprüche erwähnen und auch hier einfach ihr Bewusstsein schärfen dafür, dass es vielleicht gut ist, als Buddhist und erst recht als Buddhismusforscher zu lernen, mit solchen Widersprüchen auch irgendwo zu leben. Natürlich ist es verständlich, natürlich ist es in der Tradition verständlich, dass man Widersprüche nicht mag, dass man die weghaben will, dass man sie harmonisieren will. Ja? Das ist Aufgabe, die Grundaufgabe eines jeden Theologen, Sinn daraus zu machen aus den Widersprüchen in der Tradition. Ein christlicher Theologe genauso wie ein islamischer Theologe und natürlich auch ein buddhistischer, tibetischer Theologe. Keine Frage. Aber ich glaube, es macht durchaus Sinn, mit Widersprüchen zu leben. Zum einen, weil der Buddha selbst eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat. Zum anderen aber auch, weil er natürlich zu verschiedenen Zeiten, zu verschiedenen Personengruppen durchaus unterschiedliche Modelle benutzt haben kann. Ich will das nochmal plastisch machen, angeblich, dass mein Vorgänger Professor Schmidhausen recht gründlich und bahnbrechend erforscht hat, nämlich die Idee, dass es im Bereich der buddhistischen Meditation zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze gab. Dass es nicht so ist, dass einer der richtige ist und der andere der falsche ist und dass wahrscheinlich beide grundlegenden Ansätze schon von Anfang an existiert haben. Er nennt das als einen Ansatz den mystisch-positiven, baut eher auf die Modulation ihrer Gefühle, ihres Bewusstseins. Sie gehen in immer tiefere Versenkungsstufen. Das kann so weit führen, dass am Ende ihr Bewusstsein ganz aufhört. Sie sind aber nicht tot. Es gibt Lebensformen, die sie, bestimmte Lebenselemente, die sie weiter am Leben erhalten. Aber es geht in eine Richtung von tranceartiger Konzentration, die als erlösungskonstituierend wohl angesehen wurde. Das ist der sogenannte mystische, positive Ansatz, weil damit auch verbunden sind Vorstellungen wie, dass sie die ganze Welt in sich aufnimmt, etwas sehr Positives angenehm ist. Das ist ein großer Strang. Und der andere große Strang, den man durchaus ausmachen kann, schon im Pali-Kanon, ist etwas, was er als negativ-analytisch benennt. Klingt ein bisschen negativ, aber nicht so gemein. Da benutzen sie also eher ein Intellekt, natürlich auch in einem hohen Stadium der Konzentration, und beginnen zum Beispiel ihre Konstitution, ihre emotionale, physisch-psychische Konstellation zu analysieren. Auf der Suche nach eben das, was sie als Person ausmachen, so eine Art Atmung, konzentriertes Ergebnis, nee, also meine Gefühle sind das nicht, mein Körper ist es nicht, meine Wahrnehmung ist es nicht, da ist eigentlich nichts, was mich ausmacht. Insofern ist das negativ genannt, weil sie alles ausschließen, am Ende bleibt eigentlich nichts mehr übrig davon. Und das sind zwei ziemlich unterschiedliche Ansätze. Der eine, der eher auf tranceartige Zustände baut, der andere Ansatz, der eher auf eine kühle, konzentrierte, intellektuelle Analyse baut. Beides, denke ich, hat Bestand, beides kann in höchsten Stufen schon praktiziert worden sein. Um Gottes Willen, man muss nicht nach dem Richtigen suchen und man darf auch nicht versuchen, diese Widersprüche zu ignorieren oder auszublenden. Ich muss leider, ich kann Ihnen da kein letztendliches Wort mehr nach Hause geben. Die große Aufgabe in den nächsten Jahren, damit möchte ich eigentlich auch schließen, wird es sein, zu versuchen, diese frühesten Schriften, die uns zur Verfügung stehen, das sind zum einen die Quellen in Pali, zum anderen aber vor allem die chinesische Übersetzung. Die tibetische leider spielt keine Rolle, weil die sehr spät sind. Die ersten tibetischen Übersetzungen, Christoph 7. Jahrhundert, ist viel zu spät, 1200 Jahre zu spät. Chinesische Quellen schon im 1. Jahrhundert. Da gibt es Forschungsbedarf. Man kann versuchen, die Pali-Schriften mit diesen frühen chinesischen Übersetzungen zu vergleichen. Das sind zum Teil Übersetzungen anderer früher Schulen, die im Sanskrit, die in indischen Sprachen nicht mehr erhalten sind. Und dann zu sehen, wie verhalten sie sich zueinander und zu versuchen, da einen alten Kern herauszuarbeiten.
dann kommt man vielleicht zurück ins erste Jahrhundert vor Christus und kann sagen, im ersten Jahrhundert vor Christus hatten wir diese Lehren. Allerdings, diese 400 Jahre zwischen dem Tod des Buddha und diesen ältesten Schriften, die uns zur Verfügung stehen, die werden sie nie überbrücken können. Und es gibt Wissenschaftler, vielleicht laden Sie im Tibetischen Zentrum, stellen Sie mal einen solchen tibetischen Wissenschaftler ein, der würde sagen, ich glaube überhaupt nichts daran, dass ein Palikan entsteht. Denn der Palikan ist für mich eher eine Geschichte der ersten 400 Jahre der Rezeption des Buddha-Wortes und spiegelt im Grunde nur das wider, was männliche Klostermitglieder damals über den Buddhismus gedacht haben, aber nicht das, was der Buddha gelehrt hat. Insofern kann ich diese Veranstaltung nur damit schließen, um zu sagen, ja, leider wissen wir es nicht, was der Buddha genau gelehrt hat, und wahrscheinlich wird es auch in der Zukunft sehr, sehr schwierig sein, dem irgendwie näher zu kommen. Tut mir leid, es ist sehr lang geworden, wir haben noch 3 Minuten, wenn Sie Fragen haben. Sprechen Sie bitte laut, dass Sie den Kommunikation hören können. Also ich habe 2 Fragen. Und zwar, das eine ist, wie erklären Sie sich den Erfolg des Buddhismus aus der historischen Sicht? Und das zweite ist, vielleicht eine Detailfrage im Blick von dem Rückstand, dass also bereits im Frühbuddhismus tantrische Techniken bekannt waren, wie die Hervorbringung von sich selbst als Buddha. Das wird ja normalerweise erst ganz spät in der buddhistischen Entwicklung angesiedelt. Ob Sie darauf vielleicht noch was zu sagen können, wie das jetzt, was jetzt eigentlich stimmt, ist so geschrieben. Ja. Das kommt ja auch die Kritik auch von anderen buddhistischen Richtungen, dass der Vajrayana eigentlich sehr späte Entwicklung war, aber das steht dann im Widerspruch. Ja, das will ich den letzten Punkt gleich aufgreifen. Ich denke, wie bei jeder religiösen Form können Sie immer Urformen und Wurzeln des Ganzen schon viel früher finden. Ja? Also nichts entsteht aus Luft, leerem Raum. Jede Entwicklung hat irgendwo Wurzeln, die Sie aufspüren können und finden werden. Und wenn Herr Brücke ein solches Meditationsbild, die Technik, solche Meditationsbilder zu kreieren, gefunden hat, steht das sicherlich in alten Schriften und hat vielleicht so eine Art proto-tantrische Funktion gehabt. Das heißt aber nicht, dass es zu der Zeit Tantra war. Ich denke mal eher, diese Art der Meditationsübung hat eine gewisse Tradition in der buddhistischen Meditation und wurde dann eben zu einem zentralen Element in der Vajrayana-Praxis der Meditation. Also da sehe ich gar keinen Widerspruch. Aber Sie werden sicherlich nicht die Gesamtheit oder einen Großteil der tantrischen Praktiken und Anschauungen in frühen Schriften finden. Das glaube ich, das sind ein paar hundert Jahre zu früh. Also man geht davon aus, 5. bis 6. Jahrhundert, vielleicht habe ich das sagen, 4. Jahrhundert nach Christus, der Beginn eigentlich von tantrischen Entwicklungen. Ihre erste Frage zur Entwicklung des Buddhismus und dem Erfolg ist eine sehr interessante Frage, auch die lässt sich nicht ohne weiteres beantworten. Sie können das natürlich immer schön mit Jainismus kontrastieren. Jainismus ist eine Geschwisterreligion, die zur gleichen Zeit entstanden ist, ganz ähnliche Ansätze, ganz ähnliche Stifterfigur, ist aber nie eine Weltreligion geworden, ist nie richtig explodiert worden. Warum ist das so? Große Frage. Eins ist ganz klar, das entscheidet der Buddhismus vom Tantrismus. Durch den Mahayana-Buddhismus ist ein völlig neues Element in den Buddhismus gekommen, nämlich die Dominanz, die überwältigende Dominanz der Idee von Mitleid, von Liebe. Die hat man im Jainismus nie so gefunden, also diese Veränderung hat nicht stattgefunden. Meines Erachtens hat diese Veränderung hin von einem eher ahimsa-orientierten Lebensstil und sagt, um Gottes Willen nicht zu viel aktiv werden, ja, Finger davon lassen, im Zweifelsfall. Also Sie kennen das als Mönch, 2 Theravada-Mönche, wenn die angegriffen werden, sie dürfen den Freund nicht verteidigen. Das wäre eine Vergewalt, das wäre ein Bruch des Ahimsa-Gebotes. Sie müssen zurückstellen und sagen, ja, es tut mir leid, ich darf leider nicht, will nicht, verunreinigt meine Motivation. Das würde ja immer bei Mahayana total aufgeweicht, wenn ich sagen darf. Das heißt dann, nein, du handelst jetzt aus Mitleid. Das ist ein Leitfaktor. Mitleid handeln kann bedeuten, auch mal Gewalt anwenden zu müssen. Wenn es zum Wohle der Person ist, die sonst Gewalt anwenden würde. Also da kommt ein ganz, ganz starkes Element von Mitleid und Liebe dazu. Und meines Erachtens könnte das durchaus ein Schlüsselbegriff sein, der dann zu diesem Erfolg des Buddhismus geführt hat. Ja, Sie waren als Erste, Herr Siegel. Die Löcher von den 84.000 Belehrungen, die Buddha gegeben haben soll. Auf welcher Quelle basiert denn diese Zählung? 84.000 ist, glaube ich, eine heilige Zahl in Indien, genauso wie 108. Das ist einfach ein Ausdruck für eine hohe Anzahl von Belehrungen. Die darf man nicht wirklich nennen. Wo darfst du schaust, das ist das erste Mal auf? Oh,
Na, dann fragen Sie mich, was leichter ist. Das sind die buddhistischen Schriften, es gibt das. Das kann man nicht als Stehgleich sagen. Es gab eine Diskussion im Internet darüber, wenn Sie das sehr interessiert, kann ich da nachschauen. Aber nehmen Sie es einfach als Ausdruck einer sehr großen Zahl von Belehrungen. Ja. Kann denn nicht eigentlich auch die Tatsache, dass Ashoka Buddhist wurde, entscheidend dazu beigetragen haben, dass er seine gesamte Macht und sein Geld, so heißt es jedenfalls, dafür benutzt hat, den Buddhismus in Asien zu verbreiten? Ja, das sagen die Buddhisten, ne? Das ist gar nicht so sicher. Das ist, Frau Stratmann hat mich gebeten, was zu schreiben über zu Ashoka. Man müsste mehr darüber nachdenken, desto mehr den Weg dazu, die Finger zu lassen. Weil das nämlich gar nicht so sicher ist, ob Ashoka wirklich Buddhist war. Es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, er war gar kein Buddhist. Er hatte zwar Sympathien dafür, aber er verstand sich eigentlich als ein Förderer aller Religionen. Und der Begriff Upasaka, der sich selbst hat, ist auch ein Begriff, den Sie wohl in anderen Religionen finden. Er ist nicht exklusiv dem Buddhismus vorgehalten. Natürlich können Sie sagen, er hat diese Säule in Lumpini aufgebaut und war dort als Pilger da. Aber macht ihn das schon zu einem Buddhisten? Die Geschichtsschreibung später der Buddhisten, dass Sie ihn gern als Unterstützer haben, das ist klar. Ich kenne das aus dem Hinduismus. Ja. In dem Hinduismus gibt es Geschichten, die sagen, Ashoka war erst der Bhutan, dann habe ich ihn gemordet und geschlachtet. Und er hatte aber eine Frau, die er geliebt hat, die Buddhistin war. Und aus diesem Grunde lässt sich auch den Mythen, aber das überzeugt mich nicht. Wenn es in den Hinduismus immer so übertragen wurde, über viele Jahrhunderte, dann ist es so nicht interessant. Ja, nee, es gibt eigentlich zwei Ashokas, nämlich den reellen, von dem wir eigentlich relativ wenig kennen, außer seinen Inschriften, und es gibt den buddhistischen. Schau mal, wenn Herr Spitz, Christoph Spitz, der ist jetzt schon berühmt, ne? In 20 Jahren ist er noch berühmter. Wenn ich würde mal sagen, na, also Herr Spitz, den kenne ich schon lange, der hat es immer gefördert. Der ist auf unserer Seite, ne? Der gehört zum Zentrum für Buddhismus. Das ist eine menschliche Tendenz, dass ich mit den Leuten verbinden will, die bedeutsam waren. Ashoka war verdammt bedeutsam derzeit. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Wir müssen immer vorsichtig sein, wenn sie traditionellen Anschauungen folgen. Einfach kritisch hinterfragen. Es kann sein, ich will es ja nicht ausschließen. Und es kann durchaus sein, dass Ashoka natürlich eine wichtige Rolle gespielt hat, gerade Ausbreitung des Buddhismus. Würde ich nicht bezweifeln. Wahrscheinlich, weil der Buddhismus politisch dienlich war in der einen oder anderen Hinsicht. Erst das ganze Reich erobert. Und dann gesagt, ach Mensch, lass uns doch alle mal friedlich sein. Da kann der Buddhismus gute Dienste leisten. Durchaus möglich, da will ich nicht abnehmen. Ja, bitte. Ich habe noch eine Frage zu der mündlichen Überlieferung. Hat man da bestimmte Formen, wie man das gemacht hat? Erstform oder eher etwas? Sonst wäre das ja doch, das wissen wir ja auch alle, wenn etwas mündlich überliefert wird, dann haben wir ja etwas anderes gemacht. Also hatte man da so. Ja. Was Sie sagen, ist ja schon sehr genau. Ja, hatte man natürlich. Es gab noch viel ausgefeiltere Techniken für die Überlieferung des Vedas. Das ist sozusagen paramount auf der mündlichen Überlieferung. Veda hat sich wohl tatsächlich, da sind sich Linguisten einig, seit 2500 Jahren nicht mehr ein Wort mehr verändert. Denn das sind sehr genaue Tonregeln festgelegt. Soweit haben es die Buddhisten nicht gebracht, aber sie haben, das sehen Sie in Palipan, bestimmte Mnemotechniken mit eingebracht, die es relativ leicht machen, den Text zu memorisieren und es schwierig machen, tatsächlich Dinge zu verändern. Also da gibt es bestimmte Tricks. Und dann dürfen Sie eins nicht vergessen. Wie nennt ihr das? Wenn ich das so schreiben und lesen kann. Der Gegenteil von Legasthenie ist. Alphabetismus. Also, ich sage das mal ganz einfach. Schreibfähigkeit und Lesfähigkeit ist der Tod ihrer Memorisierfähigkeit. Wenn Sie nicht schreiben und lesen können, haben Sie eine viel größere Kapazität und lachen. Das ist der Normalstand. Da gibt es Untersuchungen dazu, das ist wissenschaftlich belegt. Und zwar ein unglaubliches Erinnerungsvermögen. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, wenn wir ja alles irgendwo abschreiben, wenn wir den Computer antippen oder die Latte das wegstecken. Wir kommen ja gar nicht mehr auf die Idee, um zu viel zu merken. Also ich glaube, da ist eine ganz solide Basis gewesen. Was natürlich nicht ausschließt, dass es auch in der mündlichen Überlieferung durchaus zu Fehlern kommen kann. Aber das haben Sie in der schriftlichen Überlieferung auch. Das in Manuskripten sehen Sie oft, steht was, der Schreiber, der das abschreiben muss, geht auf die Toilette, kommt zurück, fängt in der übernächsten Zeile an, schreibt weiter, der zweite Zeile, der kommt ganz oft vor. Ja, hier war noch eine Frage und ich glaube, dann schließen wir auch. Ne?
Bitte schön. Ja, das hat sich eigentlich schon erledigt. Ich wollte eigentlich wissen, hat Ashoka erstes Reich sich angeeignet, genau, und dann die Säulen aufgestellt? Oder hat er die Säulen heute auch genutzt, um das Reich noch zu bekommen? Nee, er wurde erst gekrönt und dann begann er, die Säulen zu errichten. Aber natürlich haben die einen bestimmten Zweck gehabt auf die Säulen, nämlich sie gaben Anweisungen, wie sich die Untergebenen zu verhalten haben, was sie nicht tun dürfen. Das war natürlich ein Ausdruck seiner Machtstärke. Übrigens auch ein Modell, das in Indien einmalig ist und von dem man jetzt schon deutlich weiß, dass es iranisch-persisch inspiriert war. Also man geht davon aus, dass Ashokas zentralisierter Staat ganz viel an Verwaltungstechniken aus dem Iran übernommen hatte. Also war der Buddhismus gar nicht der Hintergrund, sondern eigentlich nur so gemacht. Ja, Buddhismus hat natürlich für Machtpolitik, kann da nichts machen. Ne? Das waren ja diese Aussteiger, diese Hippies, die gesagt haben, wir wollen mit all dem Kram nichts mehr zu tun haben, wir ziehen uns in die Wälder zurück. Wir können von früh Buddhismus nicht erwarten, dass er in eine moderne Sozialethik kommt. Und dass er eben nicht für Hochzeit und Heirat bietet, das war nicht deren Interesse. Und da ging es wirklich um Ausstieg aus dem Samsara, spirituelle Praktiken, Meditation. Das stand im Zentrum, da bin ich ziemlich sicher. Später dann übrigens ist noch ein interessanter Punkt, die Sesshaftwerdung. Man geht davon aus, dass die Regenzeiten dafür verantwortlich waren. Sie wissen, sie haben in Indien einen relativ starken Monsun über einige Monate. In dieser Zeit ist es sehr schwer, sich zu bewegen außerhalb. Und wenn sie da über Felder laufen, ist es sehr leicht, dass sie auf irgendwas drauftreten und irgendwas Lebendiges drauftreten. Wenn diese Wanderaspeten ja als Auflage hatten, kein Lebewesen zu töten, hat das dann wohl dazu geführt, dass man sagt, wir lassen uns in der Regenzeit erstmal an einem Ort bleiben. Das war der Beginn des Klosterwesens in Indien. Allerdings auch hier ganz vorsichtig, was Sie in den Pali-Schriften finden, dass nämlich der Buddha schon voll in diesem Klosterwesen integriert gewesen wäre. Wahrscheinlich war das nicht so, weil man aus Untersuchungen der Wissenschaft weiß, dass die Entstehung von komplexen Klosterkulturen mehr als 45 Jahre voraussetzen. Also es sind längere Prozesse, kann also während der Lebenszeit des Buddhas nicht in sehr komplexer Form stattgefunden haben. Überhaupt müssen Sie immer sich bewusst machen, dass das, was Sie in den Pali-Schriften finden, oft eben nicht aus der Zeit des Buddha stammt, sondern dass es Projektionen sind aus einer späteren Zeit zurück auf den Buddha. Also genauso, wenn Sie Jesus-Darstellungen im Mittelalter lesen, sehen, dann wird Jesus auf Bildern oft auch als jemand im deutschen mittelalterlichen Gewand dargestellt, so wie man sich das halt vorgestellt hat, wenn man sich vorstellen konnte. Aber dass das nicht die damalige historische Realität war, ist ganz klar. Und so ähnlich ist das in den Jataka-Geschichten, in den Pali-Schriften auch. Man weiß nie, reflektiert es die historische Realität oder ist es etwas, was einige Jahrhunderte später in den Pali-Kanon eingeschrieben wurde. Sie werden kaum noch einen Wissenschaftler finden heute, der sagt, der Pali-Kanon spiegelt tatsächlich die Realität des Buddhas nieder, sondern man ist sich sehr sicher, dass verschiedene Zeitstufen in den Pali-Kanon mit angeflossen sind. Die spätestens sogar nachchristlich. Im Jahr 500 nach Christus wissen wir, wie der Pali-Kanon ausgesehen hat. 500 nach Christus. 5. Jahrhundert bis 500 nach Christus, also eine Spanne von 900 Jahren. In diesen 900 Jahren wissen wir nicht, wann was wohin gekommen ist. Das ist leider nicht sehr erbaulich, aber so ist der Stand gewesen. Ja. Ich habe erstmal zwei Bücher mitgebracht, aber ich kann gerne nochmal nachschlagen. Sie sind ja sicherlich per E-Mail oder per Netz, kann ich gerne noch ein bisschen zusammenstellen. Also was ich Ihnen gerne empfehlen kann, ich weiß allerdings nicht, ob das noch erhältlich ist, Kohlhammer, der Buddha von Hans-Joachim Tilkheim, ganz ausführlich über die Lebensdaten, über die Legende, auch Diskussion, was könnte wahr sein, was nicht. Und dann, das ist mein Lieblingssatz, aber ein bisschen Englischkenntnisse vorausnehmen, der Buddha von John Strong, ganz leserlicherweise dargestellt, was das Leben des Buddhas ausmacht, sehr reflektierend, auch mit einbeziehen chinesische und zum Teil auch einige wenige tibetische Quellen. Das kann ich sehr empfehlen, allerdings auf Englisch. Ja, der ist noch aktuell. Es gibt im Moment in Deutschland niemanden, der über Buddha-Biografien arbeitet. Ich glaube, ist nicht viel passiert. So, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre lange Aufmerksamkeit zu dieser Stunde. Hat Spaß gemacht.